Die Fahrt auf einem Donaudampfer gehört für viele Städtereisende einfach zu einem Budapesturlaub dazu. Dass der Fremdenverkehr während der Hochzeit der Coronavirus-Pandemie zum Erliegen gekommen ist, war für die Betreiber der Ausflugsschiffe eine wirtschaftliche Breitseite. Seit dem 18. Juni dürfen Menschen aus dem Schengen-Raum wieder nach Ungarn reisen, doch bisher sind es nur wenige ausländische Urlauber, die Budapest besuchen und somit ein bisschen Geld in die Kassen der Schifffahrtsgesellschaften spülen. Wir haben Glück, wir mussten niemanden entlassen. Die Gehälter der Kapitäne, der Köche und aller anderen Angestellten haben wir verringert. Sie haben dann daran gearbeitet, die Schiffe auf Vordermann zu bringen. Er befürchte, dass viele Menschen in diesem Sommer Urlaub im eigenen Land machen oder ganz zu Hause bleiben werden, so der Donauschiffer. Aber es gibt Ausnahmen, wie diese Studentin aus Deutschland. Als wir vergangene Woche gehört haben, dass die Grenzen geöffnet werden, haben wir uns gesagt, lasst uns verreisen. Überwinden wollen die Budapester Schiffer die Coronavirus-Einbußen mit Sonderangeboten, darunter romantischen Donaufahrten mit Speis und Trank. Die Betreiber der Ausflugsdampfer versuchen, sich über Wasser zu halten, doch einige befürchten, dass die Saison bereits verloren ist. Siposegyi Zoltán, Euronews Budapest.